Es ist Samstag, der 2. November und an dem Wochenende sind wir jetzt beim Alpsee. Und der Alpsee ist in der Nähe von Immenstadt und liegt somit im Allgäu. Wenn man sich hier rumdreht, man hört im Hintergrund wieder Kuhglocken. Er ist eingefasst hier direkt in Natur. Der See ist gleich da, den sehen wir nachher. Es sind von unserem Platz aus ungefähr 300 Meter zum Laufen. Da hinten ist das Rezeptionsgebäude, Sanitärgebäude. Und hier sind die Plätze oder ein Teil davon. Hier sind hauptsächlich Wohnmobile, das sind die Komfortplätze. Die sind auch geteert, haben Wasseranschluss, Stromanschluss und auch Abwasseranschluss. Laut Plan hat der Platz insgesamt 236 Plätze, ist somit einer der kleineren Plätze, ist genau die Größe, die wir immer suchen. Und wie gesagt, man hört im Hintergrund die Kuhglocken. Rundum sind sogar Wohnhäuser, der ist hier eigentlich komplett in das ganze Ortsbild eingefasst. Die Anfahrt ist sogar ein bisschen enger, wenn ihr hier reinkommt. Das ist eine schmale Straße, also wenn etwas entgegenkommt, wartet an der Stelle, wo ihr Platz habt, wenn ihr schon rechtzeitig sehen könnt. Das sind die Versorgungssäulen, Stromanschluss, Wasseranschluss und auch Abwasser. Das habt ihr alles beim Komfortplatz mit dran. Wenn ihr in den Ort reinfahrt, kommt ihr dann hier raus, kommt auf dieses Gebäude und hier seht ihr die Rezeption. Da könnt ihr anhalten, euch anmelden und bekommt dann für die Schranke vorne auch den notwendigen Chip. Dann könnt ihr damit einfahren. Es gibt auch in der Rezeption einen kleinen Shop mit Toilettenpapier und den notwendigsten Campingbedarf. Hier habt ihr die Alpseeküche, das Bistro. Und den Alpsee-Kiosk. Hier könnt ihr euch mit allem möglichen Bedarf eindecken. Zeitschriften, Getränke, Snacks. Und beim Bistro könnt ihr morgens ein Frühstücksbuffet einnehmen. Und im Alpsee-Kiosk erhaltet ihr die Semmeln und Brötchen, die ihr am Vortag bis 17 Uhr bestellen könnt. Da kommt ihr in den Wellnessbereich. Oben sind die Saunen, wie auch die Mietbäder. Und hier oben ist auch der beheizte Außenpool, ein Infinity-Pool. Und ich nehme euch jetzt mal in unser Mietbad mit. So, das ist unser Mietbad, eine Bank drin, es ist schön geräumig, Toilette, viel Platz. Ihr könnt die Jalousien natürlich zuziehen, dass man nach außen nichts mehr sieht, aber ihr solltet hier oben auch reinschauen. Und dann hier die Dusche. Die Mietbäder sind heiß begehrt, das heißt, wenn ihr herkommen wollt, solltet ihr euch wirklich rechtzeitig darum kümmern und buchen, dass ihr dann auch eine Mietkabine erhaltet. Die Badezeiten hier oben beim Pool sind täglich von 10 bis 18 Uhr und wie hier steht, Kinder unter 14 Jahren und nicht schwimmen dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen. Schauen wir uns mal den Pool noch an und die Sonnenterrasse. Ich glaube, im Sommer kann man hier wirklich gemütlich abends ein paar Drinks einnehmen und hier in den Pool reingehen. Schön warm. Vielleicht doch noch reingehen heute. Für unten benötigt ihr übrigens auch einen Chip, damit ihr reinkommt. Hier gibt es ein Kinderbad. Der schaut doch echt nett aus, das Kinderbad. Kinderwaschbecken. Schön viele Waschbecken für die Herren. Auch noch ein Kabinenabschließbar.
Alles super sauber, schön gepflegt. Also da kann man wirklich nichts sagen. Das Gebäude sieht übrigens sehr neu aus, aber wie ich gestern gelernt habe, ist das Gebäude doch schon 10 Jahre alt. Sieht man eben nicht wirklich an. Sehr modern gehalten. Und hier ist jetzt der Duschbereich. Hier könnt ihr euch hinsetzen. Gibt Kleiderhaken. Etwas schmale Abtrennung zur Dusche. Müssen wir schauen, wie das Wasser durchspritzt. Ansonsten hier habt ihr Ablageflächen und dann die Dusche. Also auch sehr sauber, sehr modern alles gehalten. Und für die Größe des Platzes wirklich ausreichend duschen. Wenn ihr eure Kleidung waschen und trocknen wollt, auch hier ist genügend vorhanden. Drei Trockner, drei Waschmaschinen und 1 Euro für den Trockner sind 25 Minuten und fürs Waschen 1 Euro entspricht 30 Minuten. Und hier ist noch der Spülraum mit 8 Waschbecken. Also hier können 8 Leute zugleich Geschirr abspülen, genügend Platz. Und was man auch nicht immer auf Campingplätzen vorfindet, ein Stöpsel gegen den Ablauf. Entweder werden die gern entwendet oder sind von Haus aus nicht da. Genau, das war jetzt der untere Sanitärbereich. Nochmal ein Blick in den Gang. Wirklich mit diesem Beton alles sehr modern und sehr gepflegt und sehr sauber. Hier ist der End- und Versorgungsplatz für Wohnmobile. Hier könnt ihr Frischwasser tanken, Abwasser ablassen und die Chemietoilette kann um die Ecke herum geleert werden. Auch hinter dem Gebäude, wo der Wohnmobilentsorgungsplatz ist, geht es weiter mit Stellplätzen. Jetzt ist gerade relativ wenig los. Und dann hier um die Ecke rum ist dann die Entsorgungsmöglichkeit. Hier ist der Raum zur Entsorgung der Chemietoilette. Und nebenan ist noch eine Hundedusche. Also Hunde sind auf dem Platz auch willkommen. Hier am See sind einige Parzellen, rechts hinter und auch links hinter sind viele Parzellen, kann man sich hinstellen. Und da geht es zum See runter. So, hier sind auch Parzellen. Und ihr seht schon, es ist halt doch sehr herbstliches Wetter jetzt schon. Temperatur ist aber echt okay. Ich würde es mal tippen, so um die 15 Grad. Also so richtig kalt ist es nicht. Aber natürlich sehr feucht alles. Aber lässt sich trotzdem gut aushalten. Man kommt vom Campingplatz aus direkt zum See runter. Da ist ein Tor. Das ist von außen durch einen Zahlencode gesichert. Den bekommt ihr dann aber an der Rezeption bei Ankunft. Und wie es sich natürlich gehört, da oben wohnt seine Maximalität. Best Place. Nur ein paar hundert Meter vom Campingplatz entfernt gibt es auch eine Minigolfanlage. Sind vielleicht gerade mal 5 Gehminuten, wenn überhaupt. Und gleich hinter dem Minigolfplatz gibt es noch einen schönen Kinderspielplatz. Lange Rutsche, Schaukeln, kleine Rutsche und ganz hinten ein Wasserspielplatz. Und da unten gibt es noch mal einen Spielplatz. Das schaut aus wie ein zerlegtes Piratenschiff, wo man rumklettern kann. Ansonsten kann man hier auch diesen Rundweg am See entlang gehen weiter. Hier gibt es sogar einen Slackline-Park. Und hier in der Nähe gibt es dann auch noch die Alpsee-Bergwelt mit einer Sommerrodelbahn. Die ist wie eine Achterbahn. Da kann man im Endeffekt aus der Führung nicht raus und kann mit richtig Speed runterfahren. Haben wir schon mal gemacht, das ist echt lustig.
traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. Stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own.